Jetzt noch mal eine kleine Info und dann kommt sogar noch die, ja, etwas von einer Person, die dort Verwandtschaft, Bekanntschaft hat vor Ort. Und zwar geht es um die Geschehnisse unten in der Ukraine. Die Lage hat sich wenig verändert. Sie ist weder besser geworden noch sonstiges, trotz des angeblichen Waffenstillstandes und dergleichen. Es wird hier aus dem von der NATO, von der EU weiterhin Druck gemacht. Es werden sogar Ultimaten gesetzt, die utopisch sind, um noch zu fördern, um etwas angehen zu lassen, was eigentlich normalerweise gestoppt werden sollte. Die neuesten Nachrichten, die uns jetzt hier erreicht haben, sind, dass die Manöre Klitschko-Brüder, sie spenden 300.000 Euro für die Fortsetzung des Krieges im Osten der Ukraine. Vitali Klitschko meinte, dass in den Kämpferbataillonen die neue ukrainische Elite geboren wird. Diese Elite hat soeben gezielt einen Kameramann erschossen und eine Gruppe von Soldatenmüttern beschossen, eine Kirche während eines Gottesdienstes mit Artillerie beschossen, und das sind keine kleinen Geschütze, sondern richtig große Geschütze. Ein Wochenmarkt am Samstag bombardiert. So stellt sich der selbsternannte Demokrat Klitschko die Elite vor. Ich möchte dazu nur mal aus meiner Sicht sagen, ich schäme mich. Ich schäme mich zutiefst für Frau Merkel, ihre Anhängerschaft, für den Bundespräsidenten und alle, wie sie da sitzen, dass sie nicht einlenken, um Frieden zu schaffen, sondern der Frieden so aussieht, um Krieg anzuzetteln. Und jetzt sollten bitte mal alle wach werden, die es immer noch nicht geworden sind. Dabei handelt es sich dann nicht um eine Fernsehvorstellung oder Kinovorstellung, und es wird von Atomkrieg gesprochen. Und die Geschütze, die stehen schon da an den Grenzen. Aber der Buhmann wird immer wieder in die anderen. Man drängt die Maus in eine Ecke, dass sie bald gar nicht mehr kann. Und das ist abartig. Das ist so widerlich. Und ich habe keinen Respekt mehr, tut mir leid, vor dieser Regierung, weder vor einer Frau Merkel mit ihrem Gefolge, noch für einen Bundespräsidenten. Steinmeier ebenso, alle wie sie heißen. Danke. Bitte gern geschehen. Und ich wiederhole es von mir aus noch 1000 Mal oder bleibt die ganze Nacht hier stehen, bis vielleicht der Letzte es noch mal kapiert hat. Und dieser Krieg, der wird uns allen das Leben kosten. Vielleicht kapiert das mal jemand hier. Und mir tun die Menschen, die jetzt immer noch da unten sterben, für perfide Gedanken von dieser Truppe hier, die tun mir leid. Und wir können leider nichts anderes machen, als immer nur hier stehen, immer wieder versuchen, Menschen aufzuwecken, damit die mal aus ihrem Schlaf erwachen, was hier abgeht. Und hoffentlich dann, wenn sie dann merken sollten, dass sie den Fernseher nicht ausknipsen können, sondern live dabei sind und auch zu Kanonenfutter werden. Und zwar ganz enorm Kanonenfutter. Und jetzt möchte ich, jetzt hole ich noch jemanden hier an meine Seite. Wo ist das Mikro? Um mal zu hören von jemandem, der da unten nämlich Verwandtschaft und Bekanntschaft hat, der täglich davon informiert wird, und zwar von denjenigen, die es wirklich betrifft da unten, was auf uns auch zukommen kann. Ist an? Hallo, ich wollte heute wirklich nicht... Okay. Ich weiß, hört man? Ja. So, sorry für meine Sprache. So, mir wurde oft genug gesagt, wenn du so für die Russen bist, fahr doch zurück nach Russland. So, ich bin nicht für die Russen, ich bin gegen diesen blöden Krieg. Da ist wirklich Krieg. Pressestelle von Amerikanern, da gibt es Jen Psaki. Die hat gesagt, da sind keine Flüchtlinge in Rostov-Gebiet in Russland, da sind Touristen, die rostovische oder Werte von Rostov
bereisen wollten. In Rostov gibt es keine Berge, im ganzen Gebiet. So, diese Touristen, das sind Kinder und Frauen, das wird das mit der Kirche. Stellen Sie vor, 10 Uhr morgen früh am Sonntag, es ist Gottesdienst, es ist mehr als 1000 Leute im Hof und in der Kirche und dann beginnen sie zu schießen. Die beschießen, sorry, meine Sprache, mach sonst. Die werfen mit diesen Granaten und Artilleriegeschossen auf Kirchenhof. In gleiche Kirche wurde schon ein alter Mann getötet, der war nur sowas wie Security-Mann war. Der war abends nur einfach da. Der lebt nicht mehr. Der ist getötet worden. So, in gleiche Kirche war gestern dieser Artilleriebeschuss. Mehr als 1000 Leute standen da, teilweise auch um humanitäre Hilfe zu bekommen. Die mussten fliehen. Gott sei Dank, es wurde keine verletzt, aber die Kirche ist wieder beschädigt worden. Irgendwas? Sorry, Leute. Macht nichts, gar nichts. Wir verstehen es schon. Immer ruhig. Also ich habe da Verwandte insoweit, dass ich meine Schwester da, ihre Schwiegern, nicht älter, ist egal, also auf jeden Fall ihre Schwieger vermittelt habe. Und die haben zum Beispiel 2 Wochen jetzt absolut kein, sie können nicht kommunizieren, da ist irgendwas los. Wir suchen jetzt über Leute in Deutschland, die da mit Skype Verbindung haben, über Skype. Und dass sie tatsächlich zu dem Haus gehen und prüfen, ob da überhaupt vielleicht gar kein Haus mehr gibt. Auf jeden Fall gibt es im Moment keine Verbindung. Ich habe schon gesagt, bei einer Freundin in Kiew wurde der Sohn eingezogen, in diese sogenannte Armee. Sie ist einfach in unadäquatem Zustand, das kann man nicht beschreiben, weil sie nur Angst hat. Das ist das, was nicht gesagt wird. Ich weiß nicht. Können wir was machen hier? Oder so wie bei mir bei der Arbeit? Ja, ist okay, die nicken alle, aber keiner kommt hierher. Keiner geht irgendwo hin.